Richter. Des Reichstags. Ich war seit 1930 Mitglied des Reichstages. Welche Ämter haben Sie nach 1933 begleitet? Ich wurde zunächst bayerischer Staatsminister der Justiz und nach Auflösung der einzelstaatlichen Justizministerien Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Ich wurde 1933 Präsident der von mir gegründeten Akademie für deutsches Recht. Ich war Reichsführer des Nationalsozialistischen Juristenbundes, der später den Titel eines Rechtswahrerbundes bekam. Ich war 1933 und 1934 Reichskommissar für die Justiz und ich wurde 1939 Generalgouverneur des Generalgouvernements in Krakau. Ihre Aufgaben waren gesetzesvorbereitender Art. Sie waren in einer Form wie etwa ein Beratungsgremium in einem gut geführten Parlament. Wenn ich Sie recht verstehe,